Also Spaß ist was anderes. Die Hausreinigung, ein großes und leider auch ein ewiges Streitthema. Uns erreichen viele Anfragen, ob wir das nicht endlich an eine professionelle Firma übergeben könnten. Und einige Genossenschafter haben sich schon selbst gekümmert und die GWG hat das natürlich unterstützt. Die Hausreinigung, sind wir mal ehrlich, ist leider nicht mehr so, wie sie früher einmal war. Denn einige nehmen ihre Aufgabe sehr ernst und andere wiederum machen es einfach gar nicht. Das hat zum einen familiäre Gründe, berufliche Gründe oder manchmal einfach auch gesundheitliche Gründe. Gemacht werden muss es aber, da sind wir uns alle drüber einig. Und deshalb ist es jetzt so, dass die GWG das entschieden hat und ab 1. Januar 2017 wird das Ganze von einer professionellen Firma übernommen. Und das Schöne ist auch der Winterdienst. Das heißt, wir müssen früh nicht mehr aufstehen und streuen, das macht jetzt endlich eine Firma für uns. Ich finde das nämlich richtig super. Endlich gibt es Reinigungsintervalle, es wird klar gesagt, wann was gereinigt wird und keiner muss sich mehr streiten. Das Ganze bringt Ruhe im Hausflur und ich habe endlich mehr Zeit. So, mein Wesen schicke ich ab Januar in den Ruhestand und wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, einfach das GWG-Journal lesen oder ihr meldet euch bei uns in der Geschäftsstelle. Und dann war ja am 21. November noch die Vertreterversammlung. Dazu waren 60 Vertreter, Mitglieder des Aufsichtsrats und Mitarbeiter der Genossenschaft eingeladen. Und da ging es unter anderem um die aktuellen Unternehmensinformationen, das Prüfungsergebnis des Jahresabschlusses 2015 und zukünftige Projektgeschehen. Und jetzt will ich euch mal eine Zahl sagen. Achtung, rund 1,6 Millionen Euro investierte die GWG im vergangenen Geschäftsjahr in die Instandhaltung und Modernisierung des Wohnbestands. Das ist eine ganze Menge. Schwerpunkte waren unter anderem der Einbau innenliegender Aufzüge, was ich echt super finde, denn Treppensteigen möchte ja keiner, die Sanierung von Bädern, der Bau von Fahrradhäusern, na und die ganzen Spielplätze, darüber haben wir ja berichtet. Ja, und der Aufsichtsrat, der wurde auch neu gewählt. Interessant wurde die Wahl dadurch, dass es mehr Bewerber als zu vergebene Plätze im Aufsichtsrat gab. Aber kurz gesagt, der alte Aufsichtsrat ist auch der neue. Insgesamt war es ein gelungener Abend mit dem Fazit, dass die GWG Lübbenau im Wettbewerb und im Vergleich mit anderen Wohnungsbaugenossenschaften sehr gut aufgestellt ist und weiterhin in eine erfolgreiche Zukunft investieren wird. Also die zukünftigen Projekte werden spannend und ihr werdet sie hier bei uns oder auf der Homepage zu gegebener Zeit vorgestellt bekommen. Ja, und dann gab es noch lecker Essen. Wenn ihr noch mehr über die Vertreterversammlung wissen wollt, klickt einfach bei Facebook auf unsere Seite. Dort findet ihr einen ausführlichen Bericht. Ja, oder ihr wartet aufs GWG-Journal, denn da steht auch nochmal alles drin. So, genug mit Informationen. Ich mache eine Pause. Ich muss nämlich noch Weihnachtsbesorgungen machen. Und ansonsten sehen wir uns noch einmal. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Und nicht vergessen, immer auf die Mutti hören. Go and reach for the sky.